Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Transformatoren sind unser Thema. Das letzte Mal haben wir gesprochen über das T-Ersatzschaltbild. Und da haben wir gesagt, okay, schaut relativ komplex aus. Ja. Und wir haben auch noch gesagt, ich will das jetzt nochmal hierher zeigen. Wir haben ja auch nochmal, also das war das T-Ersatzschaltbild mit dem idealen Transformator. Wir werden heute nochmal das anschauen mit den reduzierten Größen oder mit den auf die Primärseite transformierten Größen. Aber wir haben gesagt, dieser Strom hier, ja, der ist ob dem Teilausbetrieb eigentlich wurscht. Ja, also der ist so klein gegen diese Ströme, dass das der und der Strom halbwegs ident sind. Ja. Daraus ergibt sich das sogenannte vereinfachte Ersatzschaltbild, dass, indem wir einfach diese Eisenwiderstand und die Hauptinduktivität weglassen. Ja, und dann schaut das Ganze ja praktisch so aus, weil das da unten, ja, ich zeichne das einfach da ein. Ja. Also wir haben hier jetzt praktisch diese Seite, klack, dann haben wir das R1, dann haben wir das L1 Sigma, die Streuinduktivität, dann haben wir das L2 Sigma und dann haben wir ist Strich natürlich auf dem Fall, R2 Strich. Ja. Zack. Fertig. Ja. Schauen wir uns das an. Da ist U1. Das U2 Strich. Da ist I1. Und hier haben wir I2 Strich. Und das ist natürlich jetzt das Gleiche. Ja? Jetzt auf einmal ist I1 und I2 Strich das Gleiche, weil ich das hier vernachlässige. Ja, jetzt haben wir eine Serienschaltung von Induktivitäten. Nicht Spulen, müssen wir genau sein. Spulen, es gibt keinen Bauteil und auch Widerstände, es gibt keine Widerstände als Bauteile. Fassen wir zusammen. Ja? Das heißt, eigentlich schaut das ja so aus nachher. Ja? Ein Widerstand und eine Induktivität. Und da unten geht es einfach durch. Das da nehmen wir RK und das da nehmen wir LK. Ja. Hier haben wir U1, hier haben wir U2 Strich und da rum rinnt da, jetzt nehme ich hier nur mehr I, weil der rinnt jetzt durch beide durch. Okay? Der I ist der I1 und der I ist der I2 Strich. So schaut das aus. Ja. Und natürlich gilt, dass das RK gleich R1 plus R2 Strich ist und das LK ist L1 Sigma plus L2 Sigma Strich. Ja. Ich kann Blindwiderstand ausrechnen mit Omega und bin schon beieinander. Gut. Ja, was bedeutet das nun? Was bedeutet das nun? Ich würde vorschlagen, wir gehen dieses Mal von U2 aus, ja, für die Zeigerdiagramme. Ich zeichne also U2 hier ein. Hier haben wir U2. Und der I, der geht halt in meinem Fall, sagen wir mal, da in die Richtung. Hat eine gewisse Länge. Okay? Hat eine gewisse Länge, dieser I. Nun, was haben wir jetzt hier für eine Spannung? Hier für eine Spannung? Das ist das URK, ULK. Ja? URK geht natürlich in diese Richtung. Und ULK ist um 90 Grad voreilend, geht in diese Richtung. Na?
Und jetzt muss ich praktisch zu dem U2, muss ich das negativ ja dazu, also nein, muss ich addieren, weil ja das U1 ist UEK plus ULK plus U2, das heißt U2 plus ULK plus URH, das heißt, das URH zeichne ich jetzt da oben dazu, ja, da haben wir das URK, soll das heißen, natürlich, RK, und da drüben haben wir das ULK, ja. Und da gibt es jetzt ein dreiecksförmiges Gebilde. Ja. Und hier haben wir U1. Da haben wir dann das U1. Ja. Und da haben wir natürlich, wenn man es von der Primärseite betrachtet, hier den 4-1. Ja. So schaut das aus. Und dieses Ding hier, ja, sagen wir das I, ist jetzt konstant. Ja, also das ist nur von der Länge her, der Betrag des I ist konstant, hat nur eine andere Phasenlage. Dann verdreht sich dieses Dreieck, was sich hier gebildet hat, dieses Dreieck, das da. Verdreht sich hier herum, das URK dreht sich praktisch mit dem I mit, in irgendeiner Richtung. Ja, und entsprechend, das ULK dreht sich genauso mit, weil wir haben ja hier unten einen Winkel von 90 Grad, oder? Ja. Das dreht sich genauso mit. Das Dreieck bleibt also in der Form unverändert und rotiert praktisch um diesen Punkt da so herum. Ja. Das ist das sogenannte Kappsche Dreieck. Deswegen steht das da rum. Ja, Kappsches Dreieck. So schaut das aus. Ja. Was hat das nun für Folgen? Nun überlegen wir uns in verschiedenen Betriebsszenarien, was das bedeutet. Ja, wie das ausschauen wird. Ja. Schauen wir uns zum Beispiel an, was ist, wenn ich da eine ohmsche Belastung mache. Ja. Ohmsch. Ja. Wie schaut das da aus? Zeichne ich das ein. Hier haben wir U1. Also U2. Ja. Ich fange wieder mit U2 an, weil es einfach einfacher zu zeichnen ist. Es ist einfacher zu zeichnen. Ja. Dann haben wir I2. Ich nehme da wieder die gleiche Länge ungefähr. Das zeigt jetzt natürlich in die gleiche Richtung, ja, wie das U2, weil das ist ja eine ohmsche Belastung. Und auch auf die Primärseite übertragen, Widerstand bleibt der Widerstand. Ja. Also da ist der I. Ja. So, wie schaut jetzt das Kappsche Dreieck aus? Ich zeichne das jetzt dieses Mal in grünen. Also da haben wir praktisch den ULK und da haben wir den ULK. Ja, und da ist das Kappsche Dreieck praktisch, ULK, ORK, wieder 90 Grad, das zeichne ich jetzt da oben dazu, ULK, ORK natürlich, ULK, ja, da haben wir das Kappsche Dreieck herin liegen, wie gesagt, jetzt hat es ein Stück Lumedraht, weil es der Strom ein Stück Lumedraht hat. Und der U1 schaut so aus. Auf der Primärseite haben wir einen Winkel, obwohl wir es ohmsche belasten. Dann kann man sagen, oh, ist ja logisch, ich meine, da sind Induktivitäten drin und so ein Trafo hat ja auch Wicklungen und so weiter und da kommen wir halt ein bisschen ins Induktive hinein. Also da haben wir den Winkel Phi. Ja, Leistungswinkel Phi. Ohmsche Belastung. Ja, also Fall Ohmsch. Schauen wir uns die induktive Belastung an. Ja, eine induktive Belastung. Zeichne ich vielleicht so an. Wir belasten das Ganze mit einer Spule, mit einer Induktivität. Ja. Wie schaut das dann aus?
Ja, wie schaut das Zeigerdiagramm dann aus? Gehen wir wieder von U2 aus. Der Strom an einer Induktivität ist 90 Grad nacheilend. Wieder gleich lang in etwa. Back, dass wir das wieder hinkriegen. Jetzt ist das der I. Ja, da ist der I benannt. So schaut das aus. Wie schaut jetzt also das URK aus? Das geht in diese Richtung. Das ULK geht in diese Richtung. Wieder da oben dazugefügt. URK. ULK. Hier haben wir wieder das Kappsche Dreieck. Ja, da ist. Ja. Und da ist der U1 benannt. Okay. Da ist der U1. Das heißt, mit induktiven Lasten wird der Winkel da ein bisschen weniger sogar. Ja, ist interessant. Ja, bei ohmschen Lasten wird der Winkel mehr, ja, wieder induktiver. Bei der induktiven Lasten wird er kapazitiver. Ja, nicht wirklich kapazitiv, aber halt weniger induktiv. So schaut das aus. Also das Kappsche Dreieck hat sich jetzt praktisch so rübergedreht. Na und jetzt haben wir praktisch noch einen dritten Fall. Und zwar die kapazitive Belastung, wo ich da praktisch mit einem Widerstand drauf war. Ja. Da auf der Sekundärseite. Kapazitiv. Warte, da unten schreibe ich noch induktiv hin. Typische kapazitive Belastung wäre zum Beispiel, der Trafo arbeitet auf eine lange Freilandleitung, eine lange Leitung, wo eigentlich kein Strom verbraucht wird. Also dann wirkt diese Leitung wie eine Kapazität. Ja. Typischer Fall einer kapazitiven Belastung. Schauen wir uns das an. Ja. Da haben wir jetzt praktisch das U2. Jetzt ist der Strom natürlich 90 Grad voreilend. Da ist der I. Ja. Und jetzt passiert irgendwas. Pass auf. Der U. Das muss ich jetzt rot einzeichnen. Das ist vielleicht etwas unglücklich, die Farbwahl. Jetzt sind Ströme und Spannungen. Aber URK. Da wieder 90 Grad vorher, habe ich in ULK, ja, wieder gleiche Länge. Das füge ich hier oben dazu, das heißt, da haben wir den ULK, da in ULK. Jetzt hat sich das praktisch so rumgedreht, ja. Da haben wir wieder das Kappsche Dreieck. Ich werde das einfach so straffieren, das Kappsche Dreieck, dass man das immer gut erkennt. Das schaut eigentlich immer gleich aus, nur rotiert es, wie gesagt, um diesen Punkt. Und jetzt haben wir U1 da drüben. Also, boah, U1 ist sogar weniger, dann brauche ich weniger. Da ist der Winkel Phi, der ist auch praktisch weniger kapazitiv geworden da. Ja. Super, ne? Ja, super. Natürlich sind wir jetzt beim Zeichnen von U2 ausgegangen und haben das praktisch fixiert, das U2. In der Realität, zum Beispiel, wenn da ein Generator ist, der erzeugt eine gewisse Spannung, das heißt, das U1 ist immer gleich lang. Ja. Das heißt, in dem Fall wird die Sekundärseite halt ein bisschen kürzer werden. Passt. Ja. In dem Fall wird die Sekundärseite auch etwas kürzer werden, sogar etwas mehr kürzer werden wie bei der ohmschen Belastung. Ja. Und wenn ich da jetzt mal vorstelle, das U1 ist so lang, da wird die Sekundärseite länger. Da fahre ich über, selbst wenn mein Generator die gleiche Spannung liefert,
Dadurch, dass auf der anderen Seite nur mehr die offene Leitung drauf hängt, habe ich auf einmal eine wesentlich höhere Spannung da drauf. Hallo? Das ist unter Umständen, überschreiten wir die zulässige Spannung hier nur, weil wir den Transformator da kapazitiv belasten. Kann man sich das vorstellen? Ja? Also wenn das U1 praktisch jetzt überall gleich lang wäre, ja, dann müsste hier das U2 ja länger werden, ja, länger wie das U1, länger wie die Spannung, ja, wie die Nennspannung. Müssen wir aufpassen, gell? Müssen wir aufpassen, das muss irgendwie, warte, schreiben wir das so, kapazitiv, schreibe ich das mal da rum her. Also Achtung, Achtung, ja? Bei kapazitiven Belastungen von Transformatoren, da kann es zu hohen Spannungen kommen. Ja, also das hat es auf sich mit dem Kappschen Dreieck und eben mit diesen Spannungen und so weiter. Wenn man sich das überlegt, ist es eigentlich wieder ganz logisch. Man denkt halt von Haus aus einfach einmal nicht dran. Ja? Sicherheitshalber denke ich nicht dran. Kappsches Dreieck. Gut. Haben wir gesehen? Hohe Spannungen bei kapazitiven Belastungen. Wie gesagt, tritt in der Praxis auf mit Freilandleitungen. Was ebenfalls in der Praxis auftritt, ist der sogenannte Einschaltstromstoß. Mit dem wollen wir uns im nächsten Video beschäftigen. Es kommt nämlich darauf an, in welchem Moment ist so ein Trafo einschaltet, was da los ist drin. Wir werden das besprechen im nächsten Video. Ja, da, ja, ebenfalls ein Effekt, den man so vor Haus aus, glaube ich, nicht auf dem Radar hat. Einschaltstromschuss. Nächstes Video für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.